Warte. Oh, ich bin den Kameramann. Habt ihr keinen Soundchat? Wieso habt ihr keinen Sound? Jetzt? Sie sagt, dass ich ein bisschen zurückgehen soll. Ich bin zu nah dran. Wir hören echt V.I. Ihr hört immer noch nichts? Hey, Polter! Dankeschön für den Sub hier bei uns. Hoffentlich hat uns gefallen dir. Hallihallo. Moin moin. Wartet, wenn ihr immer noch nichts hört. Oh, geht doch. Funktioniert jetzt? Okay. Hello, 欢迎来到逃出灵界点鱼兰节特别篇，我是嘉伟。And Ghost Festival. 今晚我佩佩同阿乔分成三组，挑战以最快的速度行完呢条猛鬼街。期间除了要解决复杂的谜题，仲可能会遇到一啲超善的事。好啦，我已经准备好晒。唔讲咁多，快啲跟住嘉伟一齐。吓，又坏？你仲用紧呢部机啊？咁我去揾线索先啦，等阵你嚟揾我啦。Okay, das sind Influencer und die machen einen Wettbewerb. Die gehen in einen Stadtbereich, der irgendwie verflucht sein soll und versuchen von hier zu entkommen. Und das wollen sie dann später hochladen. Ich verstehe. Alright. Und wir sind der Kameramann oder so? Eine Taschenlampe. Großartig. Wunderbar. Wenn das Spiel lauter sein soll, dann sag Bescheid, ne? Wenn ich es lauter machen soll. Das ist ein... Vielleicht ist das ein Hinweis, Chat. XXXXX. XXX. Wahrscheinlich müssen wir hier durch, aber wir müssen vorher einen Knopf finden und der liegt wahrscheinlich am anderen Ende dieses Kabels. So weit, so gut. Da wartet auch schon das erste Rätsel auf uns. Großartig, oder? Gerade als ich dachte, sie mag uns bestimmt, weil sie uns sehr nah gekommen ist. Gerade als ich dachte, es läuft richtig gut, weil... Also sie war direkt in unserem Gesicht. Wir hätten uns fast geküsst. In diesem Moment kommt irgendwas und schleift sie weg. Das nenne ich gefriendzoned? Na, oh. Guck mal. Guck mal. Sie muss gesehen haben, wie wir hier ganz langsam durchkriechen. Ja. Sie muss selber in ihrem schönen Kleid hinterhergekrabbelt sein, in Highspeed, damit sie nach dem Umlegen des Hebels beim Umdrehen direkt vor uns war. Sie hat sich ganz viel Mühe gegeben, um wirklich aufzuholen und uns überraschen zu können. Das hätte sie nicht gemacht, wenn wir in der Friendzone wären. Ich glaube, sie hat uns sehr, sehr gern. Und deshalb müssen wir sie zurückholen. Freundin, wo bist du? Hä? Freundin? Ich kann mich nicht an deinen Namen erinnern. Tut mir leid. Die Geister... Oh. Rotate.
Ein Schlüssel, Chad. Ein rostiger Schlüssel. Und was ist hier? Today a resident reported a certain building in the Kowloon walled city surrounded by a bad smell. When I arrived, I found that the bad smell came from a unit on the second floor. I knocked on the door for a long time, but no one responded. Just as I wanted to break through the door, the smell of rice blew in the rancid air. I think there must be someone inside, so I decided to keep knocking. Finally, a girl around 6 to 7 years old opened the door. Ach scheiße, schon wieder Kowloon City. Davon haben wir ja schon einiges gehört in den letzten Spielen. Ein bestimmtes Gebäude verstrahlt einen widerlichen Geruch. Also ist da jemand hin und hat angeklopft. Und schlussendlich hat ein kleines Mädchen aufgemacht. Vielleicht hat das da ganz allein gelebt. Oh. Wir können es verstecken, okay. Hallo? Musik? Oder eine Sekte, die gerade irgendeine Beschwörungsformel aufsagt? Es wird auf jeden Fall immer lauter. Ich weiß nicht, ob wir unterbrechen sollten. Fühlt sich irgendwie falsch an. Haltet ein, edle Statuen. Ich bin auf der Suche nach meiner Freundin. Ich bitte euch. Sie ist mir sehr wichtig. Wir wollten uns gerade küssen, als sie plötzlich weggeschliffen wurde. Das kam gar nicht von den Statuen, das war das Radio. The world is divided into yin and yang. Everything has a soul, including stones as well. Yin and yang are different spaces, although the split line might not be very clear. The intrusiveness between space is forbidden to do so. If one breaks the order of yin and yang, terrible consequences would be made. Okay, die Welt ist geteilt in yin und yang. Alles hat eine Seele, selbst Steine. Es handelt sich dabei um verschiedene Welten bei yin und yang. Und wenn irgendeiner die Ordnung zwischen diesen beiden Kräften durcheinander bringt, dann gäbe es ganz schlimme Folgen. Ich hab nicht vor, mit Yin und Yang rumzufacken. Könnte ich, also ich will eigentlich nur ein Video drehen mit meiner Flamme. Verspreche ich euch. Na. Darf ich jetzt wieder raus oder werdet ihr dann böse? Freundin, warte! In den Schuhen kannst du doch eh nicht schnell laufen. Hast du dir die Absätze mal angeguckt? Rabbit, moin.
Okay, unsere Freundin hat sich verwandelt. Sie hat jetzt Vampirzähne und... Weiß ich nicht. Ist nicht mehr sie selbst? Das ging ganz schön schnell. Was ist das hier? When the door opened, a strong, unpleasant smell rushed out. It made me throw up immediately. Als das kleine Mädchen die Tür aufgemacht hat, kam dieser Gestank entgegen und hat die Person direkt zum Kotzen gebracht. After a while, I asked the little girl if there was any adult home. She replied, her mother just went to bed after preparing meals. I walked in and saw a corpse lying in bed. Der Mann hat das kleine Mädchen gefragt, ob Erwachsene zu Hause wären. Und das kleine Mädchen hat geantwortet, dass ihre Mutter gerade zu Bett gegangen ist, nachdem sie das Essen vorbereitet hat. Also hat sich der Besucher hat sich vergewissern wollen, ist reingekommen, hat nachgesehen und da eine Leiche im Bett liegen sehen. The female corpse turned dark and her face was a mess, covering with blood. Okay, eine weibliche Leiche auf dem Bett. Gesicht kaum noch erkennbar, alles voll mit Blut. The victim's husband is our top suspect after investigation. Ah, es war vielleicht ein Polizist, der nachgeguckt hat. Okay. He is an illegal dentist in Walled City and has been missing for days. The social welfare unit has been contacted to follow up on the situation of the girl. Okay. Der Ehemann der Frau steht in Verdacht, den Mord begangen zu haben. Er geht illegal dem Beruf eines Zahnarztes nach in dieser Kowloon City und gilt seit mehreren Tagen als vermisst. Und das Mädchen soll wohl ins Heim. Sie ist so sexy. Selbst als Monster. Sie hat hinter sich abgeschlossen. Okay, wir... sperre ich mich jetzt mit dir ein, oder... Wir lassen das erstmal offen, damit ich zumachen kann, wenn ich es brauche. Ein Hammer. Nice. Hier fehlt ein Griff an dem Generator. Ja. Some wood planks, pretty useless, I guess. Okay, wir haben hier so ein paar Holzbretter. Unser Charakter denkt, dass die uns bisher nichts bringen, dass sie ziemlich nutzlos seien, aber... Ich meine, wir haben einen Hammer. Und mit Nägeln könnten wir die zusammentackern. Und dann könnten wir... Boah, ich weiß nicht. Schwabbel, Rapid will, dass du singst zu seinem. Das ist ihm auch gar nicht unangenehm. Warte, was? Hat Rapid Geburtstag? Redbeard, du Schnuckelputz, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Hey! Natürlich singen wir für dich. Warte. Hey, Kitchen. Danke für die 33 Monate. Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Dieser Song ist nur für dich, Redbeard. Er kommt von Herzen. Und ich hoffe, dass du jetzt die Ohren spitzt, denn... Er ist von mir für dich und ich habe ihn selbst geschrieben. Für dich. Schreib mir einen sehr romantischen Geburtstagssong für meinen besten Freund Redbeard. Er ist Twitch-Streamer. Und sehr lieb.
In the glow of the streaming screen, where the pixels dance and dreams convene, there's a heart that beats with love so true, for it beat on his day anew. Glaube ich. Ich bin mir sicher. Es hat mir... Okay. Happy birthday, red beard, so dear. Your light shines bright, crystal clear. In every chat, in every cheer. Your kindness reigns, year after year. Alright. Through emotes shared and laughter heard. In every jest, in every word. Your spirit shines, a beacon bright. Guiding us through the darkest night. Happy birthday, red beard, so dear. Your light shines bright, crystal clear. In every chat, in every cheer. Your kindness reigns year after year. With every rate and every host, you spread love from coast to coast. Your stream's a haven, warm and true, where friendships blossom like morning dew. Happy birthday, Redbeard, so dear. Your light shines bright, crystal clear. In every chat, in every cheer, your kindness reigns year after year. So here's to you, our Redbeard bold. May your stream forever unfold. With love and joy, we sing this song. Happy birthday, where you belong. Alles Gute zum Geburtstag. Hey, ich sehe die Kotzmeilis hier, Ficker. Alright. Es ist nicht 22 Uhr. Es ist noch nicht Nachtruhe. Ich darf noch schreien, Chat. Wenn jetzt die Polizei gerufen wird, kann ich sagen, dass noch nicht Nachtruhe ist. Redbeard, danke für die 100 Bits. Du hast mein Herz berührt, zwar mit einem Stock, auf dem Kacke wie ein Stockbrot aufgespießt war, aber berührt. Vielen, vielen Dank. Hey, ich, wenn dein Herz mal wieder berührt werden muss, dann melde dich einfach bei mir. Okay, Chat. Wir haben einen Hammer. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Wir haben einen Hammer, wir haben Holzbretter und wir haben einen Generator, dem ein Hebel fehlt. So. Gegenüber von uns haben wir ein Vorhängeschloss. Ich hätte jetzt nach einem Schlüsselausschau gehalten, aber endlich mal ein Spiel, das... da ein bisschen realistischer an die Sache rangeht. Großartig. Sehr schön. Dr. Ho, your denture amazed me a lot. My friends from elderly center said it fitted perfectly and just looked like real teeth. Today I bring some friends to order some dentures. Unfortunately, you are not here. When you read this note, please call me at the elderly center. I will come to visit you again someday. Madame Wong. Okay. Also, hier hat jemand Zahnersatz bereitgestellt. Wahrscheinlich der Mann von der toten Frau im Bett mit dem blutigen Gesicht. Der Zahnarzt, der illegal praktiziert und dann als verschwunden galt. Wie wird denn eigentlich dein Monk bei WoW geschrieben? Oompa Loompa? Warte. Oompa Loompa. Du solltest bei Lieder und so weiter über ChatGPT sehr vorsichtig sein. Das Programm nimmt sich Inhalte aus dem Internet ohne Rücksicht auf Urheberrechte, aber das erklären dir Montag meine Anwälte noch genauer. Rahaha. Hey. Willst du mehr? Bitch, pass auf. Von welchem Text kenne ich denn noch? Von welchem Song kenne ich noch den Text? Mm.
And if I only could, I'd make a deal with God. And I'd get him to swap our places. Was würdest du jetzt machen? Stranger Things anrufen? Bitch. A mystery Chinese medicine recipe about growing teeth. Oh, ein mysteriöses chinesisches Rezept, das beschreibt, wie man die Zähne wieder zum Wachsen bringen kann. Das ist ja interessant. Mensch. Also wir brauchen Hühnerbeine, zermahlen die, machen dann Wasser rein und Ratten. Und dann fangen die Zähne wieder an zu wachsen. Nice. Sehr gut. Gut, 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 gut. Haben wir Ey, wartet! Vielleicht ist Hühnerblut gemeint. Im Kühlschrank saß ein bisschen Hühnerblut rum. Keine Ahnung, wo wir das Pulver herkriegen. Oh, shit. Oh, meine Freundin. Sie ist so hart. Soll ich an ihr vorbei, oder? Hier ist eine Sackgasse. Oh oh. Sorry, ich muss nach links, glaube ich. Nach rechts ist Sackgasse. Was für eine Scheiße, Mann. Sie hat mich bemerkt, einfach nur, weil ich ihr zu nahe gekommen bin. Das ist Mogel. Scheiß drauf, ich renne einfach. Ich kann nicht schleichen. Ich bin schlecht im Schleichen. Oh, ich bin tot. Hier ist der Hebel, den wir brauchen für den Generator. Oh mein Gott, ich dachte, sie sieht mich. Okay. Alles gut. Bleibt sie auf der rechten Seite? Sieht so aus. Okay. Okay, Chat. Ausgezeichnet. Zurück zum Generator. Der wird jetzt hier den Gulli da anheben. Oh. Wieso machen wir das nicht einfach zu? Hä, aber sie kann doch auch aufmachen. Ich hab's ja nicht zugeschlossen. Ich bin tot, oder? Was passiert jetzt? Find some wood planks to reinforce the door. Oh, okay. Oh. Immer dann, wenn sie das Brett kaputt macht, kommt Neues rein. Meinte sie es noch hinter uns her?
Was ist nur mit dir los? Verdammt, so kenne ich sie gar nicht. Wir wollten nur ein paar coole Videos für unseren YouTube-Channel drehen. Und jetzt ist sie wie besessen. Du bist immer noch am Leben. Wer zum Fick bist du? Halt die Schnauze. Hör zu, das ist nicht mehr Kathy. Wenn du am Leben bleiben willst, musst du das Zuhause der alten Frau finden. Natürlich. Das Zuhause der alten Frau. Das wart ihr nach meinem Geburtstagssong für Redbeard. Darf ich deinen Song auf Insta posten? Das wünsche ich mir zum Geburtstag. Ja, klar. Snowflake, danke für die 24 Monate. Danke für die 2 ganzen Jahre. Hallöchen. Danke, dass du schon so lange mit dabei bist. Moin, moin. Das hier sieht hilfreich aus. Ein Bolzenschneider. Abgeschlossen. Wir sollten vielleicht nochmal die Kabel verfolgen. Jupp. Innereien. Widerlich. Und... Oh. Was ist denn da los gewesen? Ist das wichtig für uns, die Nummer? 1023416, schreiben wir mal eben auf. Peggy 1023416. Denn da drin? Warte, muss ich da hinterher? Nein. Wir haben doch jetzt schon alles, was wir brauchen. Oh nein, haben wir nicht. Keep quiet, don't get caught. Okay. Mhm. Meint ihr, sie sieht die Taschenlampe? Sieht nicht so aus. Das gefällt mir nicht. Sie ist sehr nah dran jetzt. Wenn sie jetzt nicht nach rechts läuft, können wir ein bisschen weiter... Oh. Oh, please! Bitte! Bitte, hör auf! Du bist doch noch irgendwo da drin, das weiß ich! Er läuft langsamer als die Lady in ihren Stöckelschuhen. Was hab ich für Schuhe an? Turnschuhe? Wie lässt sich das erklären? Ihre dämonischen Kräfte? Fuck you.
bin unsportlich. Das stimmt. Okay, ruhig bleiben. Ich glaube, ich muss noch da hinten in die Ecke, Chat. Ich glaube, ich muss das direkt... Ich bin nur ganz kurz so hochgekommen, bitte. Vielleicht gibt's einen Trick, vielleicht kannst du die Kurve nicht so schnell nehmen. Ich renne auf einmal wieder im Kreis. Ich drück mich an die ganzen Fleischdinger und die Tische. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Ich kann nicht ohne sprinten. Ich kann nicht schleichen. Ich kann nicht schleichen. Ich kann nicht schleichen. Ich hasse die. Okay. So weit, so gut, Chat. Sie verlässt das Zimmer. Ich komme heraus. Und jetzt betätige ich diesen Hebel. Ziemlich laut, deshalb gehe ich wieder rein. Und dann komme ich wieder raus. Und dann lese ich diesen Zettel. A delivery list from Slaughterhouse. Ah, okay. Hier haben wir wenigstens mal wieder den Schrank, in den wir zurück können, für den Fall, dass sie direkt hinter der Ecke steht und mich sieht. Ich weiß nicht warum, aber diesen Hebel, da wollen wir auch noch umlegen. Oh, oh, sie kommt. Ja, genau, da hinten wollen wir halt auch hin. Ist jetzt nicht so ganz optimal. Von hier aus könnte ich vielleicht losrennen. Weiß nicht. Soll ich? Okay, let's go. Warte. Sie ist direkt in den Schwein. Bro, sie wird mich sehen. Oder auch nicht.
Mission erfolgreich. Geil. Gute Arbeit, Chat. Hab doch gesagt, bei mir seid ihr in besten Händen. Okay, runter. Wir sind jetzt am Krabbeln. Wegrennen geht also noch langsamer als ohnehin schon. Ein langer Tunnel direkt vor unserer Nase. Wer weiß, was da vorne hinter der Ecke auf uns lauert. Das Monster, das sich als unsere Freundin ausgibt? Die alte Frau, von der uns am Telefon erzählt wurde? Der Zahnarzt, der herausgefunden hat, wie man Zähne wieder sprießen lassen kann? Oder einfach gar nichts? Das Essen sieht relativ frisch aus. Wurde bestimmt vor kurzem dahin gebracht. Ich nehme an, die Tür ist noch zu. Eine Murmel. Gucken, was wir noch so finden. Hier haben wir a piece of red blood Jade Donut. Okay. Rote Jade Donut Schmuck. Na? Once there was a man, his name was Yip. He was around 20 years old and good at some Chinese One day he casted an evil spell in the village. Many villagers died. Yip was a kind man before. Nobody knew why he would do such an evil thing. Because his hands stained with too much blood, he would be punished by God. And there's a sketch on the back. Okay, die Story handelt von einem Mann namens Yip, war 20 Jahre jung, kannte sich irgendwie so ein bisschen mit dem Übernatürlichen aus, spirituell. War eigentlich ein guter Mann, bis er eines Tages einen bösen Zauber über das Dorf gelegt hat, an dem viele Leute gestorben sind. Boy. Okay. Der Donut scheint eine Rolle gespielt zu haben bei seinem Ritual. Der Donut kommt in den unteren Teil des Traumfängers. Okay. Damit können wir arbeiten. Sure. Blutige Handabdrücke. Mehr sehe ich nicht. Okay, wir brauchen noch eine weitere Murmel, um die Tür zu öffnen. Das einzige weitere Item, mit dem ich interagieren konnte, war dieser komische Kopf. Aber da war nichts drin. Oder doch? Wir haben alles angeguckt. Wenn ihr eine weitere Murmel seht, schreit. Hab leider noch nichts gesehen, ihr Süßen. Tut mir leid. Hier an der Seite vielleicht? An
Ansonsten haben wir... Okay, Chat, wenn ich es in den nächsten 3 Minuten nicht gefunden habe, kriegt ihr Subs. Die Truhe können wir vielleicht öffnen? Nein. Eine Murmel war hier an der Tür. Vielleicht ist die zweite ja auch hier. Ursprünglich waren sie bestimmt in den beiden... Das seid ihr. Oder meine... Oh, hier ist der Traumfänger. Mensch. Wir haben den Donut eingelegt. Hallo? Lego, hey. Sie ihn? Anscheinend kennen wir den. Das ist Leo. Der wollte vielleicht mitmachen bei diesem ganzen Influencer-Zeug. Tatsächlich, sein Name ist Leo. Ich schreibe mir seine Adresse auch aus. Warte. Leo 1023407. Vielleicht wird das später noch wichtig. Ah! Ja gut, keine Murmel, aber... Es ist rund und passt bestimmt hinten in die Tür rein. Tut mir leid, Leo. Mach's gut. Finde das Zuhause der alten Lady. So wie es uns am Telefon schon fast befohlen wurde. Abgeschlossen. Versteckmöglichkeit. Sind Sie die alte Lady? Komm rein, mein Junge. Oh, vielen Dank. Granny, was passiert hier? Können Sie mir helfen? Kati, meine Freundin, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Mein junger Freund, heute ist der 14. Juli. Die Tore der Hölle haben sich geöffnet. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Granny, bitte, du musst uns helfen. Wir wollten da niemanden auf den Schlips treten. Wir werden abhauen, sobald Kati sich erholt hat. Oh, ja, das hängt von deinem Schicksal ab, oder so. Da sind so ein paar Talismane auf dem Tisch. Es ist Zeit für sie loszulassen. Wenn die Uhr 8 schlägt, wird sie den Raum neben uns betreten. Mahlzeiten vorbereiten. Was? Du musst den Talisman an der Tür platzieren, während sie drin ist. Und erinnere dich daran, öffne niemals die Tür, ganz egal, was sie dir auch sagt. Nimm die Talismane und zieh den Exorzismus durch. Hä? Okay. Ist das jetzt auf Zeit? Wenn die Uhr 8 schlägt, kommt sie her. Geht irgendwelchen Arbeiten nach. Und wir können sie austreiben. Hab ich. Was ist das? Schlüssel. Okay. Oma, ich danke dir. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Den Rest übernehme ich. Du bleibst einfach hier sitzen, hörst du? Ich guck mich noch ein bisschen in deiner Wohnung um. Nicht so ungut. Mein Taschenlampe funktioniert hier drin nicht. Also hat der Geist der toten Frau auf dem Bett
Der Geist der Frau vom Zahnarzt hat den Körper unserer Freundin übernommen und will jetzt zu ihrem damaligen Zuhause zurückkehren, um ihrer damaligen Tochter Essen zuzubereiten, so wie sie es immer getan hat. Morch? So, sie wird hier reinkommen und dann die Küche aufsuchen. 15. Mai. Heute habe ich einen Zahn verloren. Papa hat gesagt, dass ich ihn unter mein Kissen packen soll und dass die Zahnfee mir morgen dafür ein Geschenk bringen würde. 16. Mai. Bekommt Mama viele Geschenke? Oh, weil Mama alle Zähne ausfallen, oder? 17. Mai. Papa hat gesagt, dass Mama krank sei. Papa gibt Mama jede Menge Medizin. 21. Mai. Mama schläft. Und sie kommt nicht aus dem Bett, bis ich hungrig bin. Wann wird Papa zurückkommen? Oh no. Okay. Hat Papa Mama krank gemacht oder hat er versucht, ihr zu helfen? Keine Ahnung. Hier wird sie hinlaufen und hier wird sie das Essen zubereiten, sobald es 8 Uhr ist. Wir sollten uns dann wahrscheinlich auf dieser Seite verstecken, bis sie an uns vorbeigelaufen kommt. Was ist das hier? Und dann hat uns die alte Oma darauf hingewiesen, dass wir die Tür unbedingt abgeschlossen halten sollen. Ganz egal, was uns unsere Freundin erzählt. Vielleicht versucht sie uns über Lügen dazu zu bringen, aufzumachen. 21.08.64. There's many white flowers on the hill beside Charity House. I bring one for you too, Mom. Today I wear Sandra's red skirt. Am I looking pretty? Mom's dishes are the best. Die Tochter hat Tagebuch geführt. Ist das schlimm? 6.30 Uhr zum Supermarkt gehen. 8 Uhr Essen zubereiten. 9 Uhr Abendbrot für Ming zubereiten. Wartet. Was ist, wenn ich mich nicht an die Angaben von der Oma halte, sondern den Geist der Verstorbenen woanders hinschicke? Zum Beispiel zum Supermarkt. Was ist, wenn ich 6.30 Uhr eingebe? Oh, geht nicht. Schade. Acht Uhr. Jetzt müsste sie kommen. Wieso kommt sie zu mir und geht in die Küche? Oma! Hat die mich reingelegt? Ich war noch nicht in der Küche. Das Geräusch der Uhr hat sie angelockt. Warte. Gab es da eine Versteckmöglichkeit? Es gab keinen Schrank. Gab es hier einen Schrank? Na, ah! Wo soll ich mich denn verstecken, wenn ich die anlocke? Was ist, wenn wir... Was ist, wenn wir nicht direkt auf 8 Uhr schalten, sondern auf 2 Minuten vor 8? Wie ist das, Chat? Oh, das geht nicht. The fuck? Ich mach nicht nochmal an, dann sterbe ich. Wo sollte ich mich verstecken? Sie kommt... Meinte... Bin ich hier sicher? Nein. Wir könnten auch 9 Uhr eingeben, aber... Dann kommt sie doch auch hergelaufen, oder? Wieso sollte sie bei dem Gong zu 9 Uhr woanders hinlaufen als hierhin? Check ich nicht. Kommt sie von hier aus rein? Okay, wir probieren 9 Uhr. Geht nicht. 8 Uhr und ich verstecke mich einfach
Hier. Ich bin ihr einfach nur in die Arme gelaufen. Sie wollte gar nicht herein. Sie wollte in den Korridor runter. Das war meine Schuld. Ist sie schon in der Küche? Das war knapp. Okay. Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Abschließen! Die Holmen! Mögen diese heiligen Siegel dich bannen, Tamon! Raus aus dem Körper meiner Freundin! Freundin! Du bist immer noch da drin, Tamon! Netter Versuch, aber die alte Frau hat mich gewarnt! Es ist so still da drinnen, vielleicht sollte ich reingehen und nachsehen. Ja, netter Versuch. Oma! Oma! Sie antwortet nicht mehr. Glaubst du, es ist sicher? Ich habe Angst, dass ich aufmache und sie mich auffrisst. Wird schon gut gehen, mein Junge. Okay. Baby. Oh nein. Ja, machst du gleich auch? Ich weiß nicht. Was ist, wenn sie uns austrickst? Was ist das hier? Hey, nicht hinter mir zu gehen. Kawai, ne gehen die immer. Sangha. Ja, Kati, wach auf. Sie ist endlich fort. Keine Sorge, deiner Freundin geht es gut. Sie wird schon bald aufwachen. After that, Kathy and I left Ward City and never went back. The luckiest thing was we started dating each other. Oh, but Kathy behaved strangely sometimes. Maybe it was because she has been terrified. We asked our boss to relocate us to the editor team. I am fed up with location shooting. That's it for 3 months. I received a strange message from Kathy 4 days ago. After that, I could no longer contact her. I need to figure out what's going on. Okay, sie haben Kowloon City verlassen? Und sind nie wieder zurückgekehrt. Sie haben außerdem angefangen, sich gegenseitig zu daten. Ja, sie sind zusammen ausgegangen. Nice. Haben den Boss um eine neue Stelle gebeten. Sie wollten nicht mehr rausgehen an irgendwelche gruseligen Orte und da Kameraaufnahmen machen müssen. War auch alles in Ordnung, bis auf die Tatsache, dass Kathy sich manchmal ein bisschen merkwürdig verhalten hat. Und jetzt ist sie wohl irgendwie verschwunden und ist nicht mehr erreichbar. Ein paar Wochen oder Monate später. Get a coffee! Okay, wir holen uns einen Kaffee. Was ist das hier? Employment Agreement. This agreement made blah 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 between Kowloon Broadcast Limited to Miss Ho Yoon Jin. Psychic guest and supervisor. During the contract period, Miss Ho agreed to join the team's outdoor filming for at least 6 times. Also, Miss Ho should suggest filming locations and joins the crew during filming. Hallo, sweet girl. Hallöchen. Chat, wo ist denn unsere Kaffeemaschine? Sieht ihr einer? Oh, die haben ja lauter Miniaturen. Cool. Kaffeemaschine. Wo würde ich eine hinpacken, wenn ich eine hätte? Pausenraum? Due to physical reasons, Ghostface will no longer be special guest for our show Beyond the Invisible. Ghostface always has lots of fans.
When you broadcast this info, think a way to applause our viewers and make sure they won't unsub our channel. In addition, we need to find another psychic master stationed in our show as soon as possible. If you have acquaintances or relatives and friends to introduce, feel free to give me information. Bonus for successful referrals. Max. Ghostface darf nicht mehr in unserer Show auftreten. Das ist mies. Armer Ghostface. Ist noch irgendjemand da? Ich hole mir einen Kaffee, ich kann euch einen mitbringen. Pausenraum. Badezimmer sind abgeschlossen. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Oh, fuck you, man. Lass mich jetzt nicht zurücklaufen. Ehrlich? Okay. Oh, die Katzen sind ja süß. Hallo. Gemütlicher Arbeitsplatz. Wo sind wir aufgewacht? Hier. My Wallet. Okay. Wir haben unser Portemonnaie eingesammelt. Damit können wir jetzt am Kaffeeautomaten Kaffee kaufen. Anna, danke für die 16 Monate. Hi. Nur kurz hier, um mein Abo zu verlängern. Wünsche euch weiterhin viel Spaß im Stream. Hey, danke. Noch einen schönen Abend dir. Vielen Dank fürs Verlängern. Hi. Nice. Das bringt meine Freundin nicht wieder zurück, aber es beruhigt die Nerven. Und macht mich hibbelig. Mit diesem Kaffee kann ich endlich zurück an meinen Arbeitsplatz und nach weiteren Hinweisen zu meiner Freundin suchen. Außerdem klingelt das Telefon. Zu so später Stunde? Wer könnte das sein? Chat. Oh, an der Wand. Whoops, ich bin ein bisschen doof. Man könnte meinen, das ist mein erster Tag im Büro. Du suchst nach Kati? Wer zum Fake bist du? Du bist so vergesslich, nicht wahr? Ich habe dir dein Leben gerettet in Kowloon City. Hör zu, erinnerst du dich an die Firma? Was? Unsere Firma hat aus zweiter Hand Kameraequipment gekauft und ein Camcorder ist verflucht. Der Camcorder, den wir in Kowloon City benutzt haben. Jeder, der mit diesem Camcorder filmt, wird verflucht. Wenn du denkst, sie machen Spaß, dann sieh dir doch die Videos davon an. Haben wir unsere Freunde damals verflucht, weil wir sie mit dem verfluchten Camcorder aufgenommen haben? Oder haben wir uns selbst verflucht, weil wir den verwendet hatten? Eine verfluchte Kamera. Okay. Ich brauche das Videomaterial von damals. Stimmt es wirklich? Sollte eine unserer Kameras wirklich verflucht sein?
Vielleicht erklärt das, warum es Kathy nicht so gut geht. Vielleicht hat sie die Kamera benutzt. Schon wieder. Nach vielen Monaten. Nachdem wir dachten, es wäre vorbei. Großer Bruder, kommst du heute allein? Was? Das ist ein anderer Mitarbeiter. Das ist aus der Perspektive eines anderen Mitarbeiters, oder? Der auch diese Kamera benutzt hat, mit der wir damals unsere Freundin verflucht hatten. Vielleicht hat er einen Auftrag zusammen mit unserer Freundin gehabt? Jo. Die Vier. Das Herz ist die Vier. Herz 4. Innereien 3. Darm 3, Herz 4. 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 Haarnadel. So schön. Bring es zum Antikshop. Vielleicht wirst du reich. Sind das Gedanken, die ihm durch den Kopf gehen? Darm 3, Herz 4. Das ist ein Finger. Gehört zu einer Schaufensterfigur. Ah! Fuck, das reflektiert so doll. Also, das Herz ist ganz links. Die Lunge ist links unten und Gedärme sind unten. Wir müssen die Lunge noch finden, right? Herz 4, Darm 3. Okay. Lass mal gucken. Also. Hier. Nein. Wartet. What the fuck? Eins, zwei, drei, vier. Glaube ich. Bin mir sicher. So. Und hier nur drei. Perfekt. Oh mein Gott, wir werden hier eine Weile sitzen. Aber das ist okay, das ist okay. Ling, willkommen zu Hause. Hast du meine Berufung vergessen? I will give the most beautiful body to match with your perfect voice. Ich werde dir den wunderschönen Körper geben, der zu deiner perfekten Stimme passt. Vielleicht war hier jemand zu Hause, der Schönheits-OPs durchgeführt hat. Das deckt sich mit dem, was der Reporter am Anfang gesagt hat. Dass hier angeblich eine berühmte Opernsängerin zerhackstückelt wurde. Lunge 7. Okay, jetzt musst du noch herausfinden, wie man die Steinchen legen soll, damit das Ganze einen Sinn ergibt. Die Zeichnung unter, also auf dem rechten Papier, untere Seite, da sind die Steine auf entsprechende, auf unterschiedliche Arten und Weisen angeordnet und mit Ziffern verbunden. Also, die Lunge zum Beispiel war eine 7. Das soll alles aneinandergereiht sein. Passt mal auf. Das heißt, so wäre eine 7. Okay. Links haben wir gesagt, Herz ist eine 4.
eine 4 ist, die drei Steine am inneren Kreis und der eine Stein zur Mitte hin. Wartet. Nein. Ja. Perfekt. Und der Darm war 3. 3 ist, alles so weit wie möglich voneinander entfernt. Das müsste fertig sein. Vielleicht musst du den Rest auch noch richtig einordnen. Hier müsste eine 8 hin. 8 ist, alles beieinander. Morch. Dann hier eine 5. 5 ist, der Teil weit weg und der Teil weit weg. Perfekt. 1 ist, alles zusammen. Perfekt. 2 ist, alles weit voneinander entfernt. Nice. Oben haben wir eine 6. Okay, geht doch voll klar. Low-cost VFX, marvelous. Ist da jemand? Hallo? Ich könnte schwören, ich hätte etwas gehört. Ein Schrein. Der war doch vorher noch nicht da. Oder doch? Weiß nicht. Was ist passiert? Kann ich das mitnehmen? Hallo? Kann ich hier rein, wenn ich wollte? Nee. Oh, das Zimmer hat sich aufgetan. Das ging vorher nicht auf. Viele, viele Puppen. Wir haben immer noch diesen Finger im Inventar. Ling! Soon you can return to the stage. Bald kannst du wieder die Bühne betreten, Ling. Aha. People die from death will turned into Bardo before becoming reborn to a new life. Bardo is omniscient and omnipotent. It has a lifespan of 49 days, after which it reincarnates and becomes another. It's hard to read the rest. Those 49 days are the key to death. If the one is not qualified, he or she will bear the consequence. It's written on the back. Leute, die am Tod sterben, werden in Bardo verwandelt, bevor sie neu geboren werden. Bardo ist allmächtig und hat eine Lebensspanne von 49 Tagen. Und danach wird es wiedergeboren und wird etwas anderes. Diese 49 Tage sind der Schlüssel zum Tod. Und wenn jemand nicht qualifiziert genug sein sollte, muss er mit den Konsequenzen leben. What the fuck? Hey du, ich hab deinen Finger. Wohin zeigst du? Zum X, okay. Ob hier wohl irgendwo ein Hammer ist? Ein Hammer? Outside? Okay. Scheiße! Deshalb ist Tony nie zurückgekommen. Ich dachte, der hätte gekündigt. Aber er ist einfach nur totgegangen, weil er den verfluchten Camcorder benutzt hat. Ja, ich mochte Tony. Hoffentlich ist meiner Freundin nicht das Gleiche passiert. Was soll ich jetzt? Fahr ich da jetzt hin? Twink, danke für die 5 Monate. Vielen Dank für den Resub. Hallöchen. Kawaii! Kawaii! Anna! Kati! Das ist die Wohnung, die unser Kumpel untersucht hat.
Ich muss Kathi finden. Okay, aber vorher brauche ich einen Hammer. Scheiße, ich habe keinen aufgehoben. Das hat sich nicht verändert, denke ich. Alles genau noch. Alles. Ne, noch genau an dem Ort, wo der andere Mitarbeiter die Sachen vorgefunden hat. Die Tür ist allerdings. Der Knopf war vorher nicht da. Wir haben keinen Hammer mitgenommen. Sterben wir jetzt nicht auf die gleiche Art und Weise wie der... Oh. Ah? Hat Kathi hier gebuddelt? Vielleicht hat der Geist schon wieder Besitz von ihr ergriffen und... Oder ein anderer Geist? Naja, jedenfalls wurde sie wahrscheinlich dazu gezwungen, hier zu buddeln. Ein Schuh, ein blutiger Schuh. Jupp. Am heutigen Tage kann ich zwei Puppen kreieren. Die eine bin ich und die andere ist Ling. Ich hoffe, dass wir genauso zusammen sein können wie diese beiden Puppen. Ja, die sehen gut aus. Kathi, du hast diesen komischen Scheiß schon einmal besiegt. Du schaffst das auch ein zweites Mal. Du musst den Geist irgendwie aus dir rausschütteln. Leider habe ich keine magischen Talismane mehr von der alten Frau. Diesmal müssen wir es ohne Talismane schaffen. Master Wong, I've been staying in this theater for 35 years, day and night. It is my honor to work here. However, I am no longer to serve as a security guard anymore. Please forgive me to leave all in a sudden. Lee. Okay. Der Sicherheitsmann hier hat 35 Jahre gearbeitet und darauf aufgepasst, dass alles, ne, mit rechten Dingen zu sich geht. Doch dann hat er eines Tages ganz plötzlich seinen Dienst quittiert. In old times, hitting a gong is a ritual on an opening ceremony. Ceremony. Okay, mit dem Gongschlag würden wir eine Zeremonie beginnen. Darf ich jetzt schon oder fehlt mir der Schläger? Ist ja irgendwie scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ein Schlüssel wäre mir nicht aufgefallen. Ich glaube nicht, dass ich wieder runter soll. Na. Wird schon irgendwo hier oben sein. Unsere Freundin ist nach draußen.
Wir können aber nicht hinterher. Was war das nochmal? Der Sicherheitsbeamte, der einfach abgehauen ist. Weil er irgendetwas Schreckliches gesehen hat. Etwas, das sich nicht erklären ließ. Etwas, was das Blut in seinen Adern gefrieren ließ. Mensch, hier. Okay, wir können jetzt losgongen. Keine Ahnung, was dann passiert. Wir starten eine Zeremonie. Lockt vielleicht unsere Freundin an. Ich hätte weiterrennen müssen. Links konnte man abbiegen. Aber ich hatte Schiss. Ich wusste nicht, dass wir plötzlich die Tür nicht mehr schließen können. Mich trifft keine Schuld. Okay, nochmal. Nochmal kriegt ihr uns nicht. Keine Sorge. Whisky? Über mir. Weg mit dir, du Scheusal! Sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg. Alles gut. Tausend Gott, allmählicher. There was a woman in off-record history. Once day after she did her performance, she jumped to death. Her body fell down, crushed badly. The roads covered with her bloods. Her smile was very stunning and unforgettable. This beautiful lady killed herself because she fell in love with a man. She thought he would marry her in a grand ceremony. However, there would hardly be another girl such perfect as her anymore. Nachdem eine Frau ihren Auftritt hatte, ist sie in den Tod gesprungen. Die Straßen waren voll mit ihrem Blut. Ihr Lächeln war umwerfend und unvergesslich. Diese wunderschöne Frau hat sich umgebracht, weil sie sich in einen Mann verliebt hat. Und sie dachte, dass dieser Mann sie in einer großen Zeremonie heiraten würde. Aber es wird wohl kaum eine Frau geben, die so perfekt ist, wie sie es war. Oi? Was ist das hier? Nimm ich. Oh oh.
Das Ding lässt sich in den Generator machen, stand da. Ein kleines Gefäß, das mit stinkiger Flüssigkeit gefüllt ist. Meint ihr, die Spinne kommt nochmal? Dabei! Oder ich kann mal! Ich brauche Werkzeug, um dieses Ding zu öffnen. Verdammt! Wo krieg ich jetzt Werkzeug her, Bruder? Schnell, zurück! Boah, mal im Ernst, wo krieg ich Werkzeug her? Er sagt nach da. Meine Freundin braucht Hilfe, ich muss mich beeilen. Verdammt, warum treten wir das Ding nicht einfach ein? Das hier sieht gut aus. Natürlich, mit der Haarnadel kann ich das vielleicht aufdrehen. Muss reichen, mehr habe ich nicht. Fuck, okay. Ihre Überlebenschancen werden immer geringer. Unangenehm. Gute Nacht, Lisa. Schlaf schön. Liska, sorry. Die Gewichte helfen mir nicht. Und das Blut hilft mir, glaube ich, auch nicht. Warum sollte ich das mitnehmen? Kann ich vielleicht eine Tür aufknacken mit der Haarnadel? Nein. Geht zum Baumarkt? Kathi, es tut mir leid. Zu gerne hätte ich dich gerettet, aber ich finde einfach kein Werkzeug. Ich hätte vielleicht einen Hammer mitbringen sollen oder einen Schraubendreher. Aber dafür ist es zu spät. Wahrscheinlich bist du schon tot oder so. Zu gern hätte ich dich gerettet aus den Fängen des Bösen, aber ich bin einfach schlecht vorbereitet. Fuck, man konnte hier durch. Ich bin doof. Aber wir sind nochmal für die Haarnadel zurückgekehrt. Vielleicht wird die noch wichtig. Vielleicht war die optional. Und mit der Haarnadel können wir vielleicht ein gutes Ende herbeiführen. Okay.
Meint ihr, man kann sie zu Fuß austricksen? Vielleicht darf sie nur nicht über mir sein. Ich trau mich nicht, zwei auf einmal zu laufen. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich bin Angsthase. Tut mir leid. Jetzt rennen oder mache ich damit alles kaputt? Ich warte. Ich hab so viel Schiss. Außerdem ist ihr Gesang sehr schön. Psych. Okay. Wir suchen immer noch ein Werkzeug, Chat. Sackgasse. Zum Glück sind wir nicht mit ihr im Schlepptau hier reingerannt. Das wäre wahrscheinlich unser Tod geworden. Okay. Das sieht nach Werkzeugen aus. Verdammt gut. Freut mich. Was steht hier? The Troopmaster said the puppet show will be cancelled this time. How dare him? People clapped their hands when they watched my puppet show years ago. Time has changed, I guess. Actually, what surprised me is Link's performance has been highly praised by the Troopmaster. Now she always puts the hairpin on her head during rehearsal. She said it's a testimony of our relationship. All right, I will be an audience this time. Also, irgendeiner ist böse, dass seine Puppenshow gecancelt wird. Die kam doch eigentlich richtig gut an bei den Leuten. Außerdem hat der Chef die Opernsängerin richtig doll gepriesen und die macht neuerdings gerne diese Haarnadel in ihr Haar rein. Das heißt, wir müssen ihr das wahrscheinlich zurückgeben. Das in sie reinstecken oder so. Vielleicht beruhigt sie sich dann. Ey, das ist aber noch nicht das Werkzeug, was wir brauchen, um den Lüftungsschacht zu öffnen, oder? Ich glaube, das war jetzt eine Schere oder so. Ich hätte jetzt mit dem Hammer gerechnet, Schraubendreher, Brecheisen. Aber nicht so eine komische Zange. Was mache ich damit? Und habe ich die Haarnadel überhaupt aufgehoben? Ich sehe sie da links nämlich nicht. Muss ich zurück in die Haarnadel holen? Maybe. Maybe. Wo deine Haarnadel ist. Ich will's dir zurückgeben, aber dafür musst du mich am Leben lassen. Komm mit, ich zeig sie dir. Na los! Oh oh! Ey, die kriechen mir nicht ziemlich langsam. Ich werd. Oh, sie ist weg. Ist sie wirklich weg? Dann will ich hier noch gucken. Was ist hier gewesen? Absolut gar nichts. Okay. Hätte ja sein können, dass da ein geheimes Item ist, das wir für ein Secret Ending kriegen brauchen. Also, ich würde gerne nochmal zurück zur Haarnadel, um zu gucken, ob der Protagonist das jetzt aufheben will, nachdem er gelesen hat, dass das irgendwie zu der Opernsängerin gehört. Das ist nur ein, zwei Räume weiter entfernt. Und dann müssen wir gucken, ob wir hier... Ach so, oh, wir können das so durchknipsen, diesen Maschendrahtzaun, okay. Oh? Oh? Ich kann nicht zurück zur Haarnadel. Hier fehlt ein Korridor. Ich glaube, die Räumlichkeiten haben sich verändert. Verdammt! Scheiß auf die Haarnadel.
Fledermäuse. Ich kann was hören. Jetzt ist es weg. Klang wie Wasser oder so. Sein Name ist Ahoi. lustig. Okay, das war der Kameramann. Der mit der verfluchten Kamera. Der ist tot. Sturm? Ahoi! Ahoi! Geh hier! Nein! Ahoi! Oh. Er war mein allerbester Freund. Fuck, the key is gone. I must drop it somewhere when I am hiding. Ah, verdammt. Okay, er hat den Schlüssel verloren, während er sich irgendwo versteckt hat. Unglücklich. Warte, vielleicht ist es nicht der Kameramann. Er glaubt, er ist gefangen im Video. Er ist der Opernsängerin begegnet. Er hat sich selbst umgebracht, weil es nicht mehr ausgehalten hat. Und er hat gesagt, dass er hier bereits 3 Tage gefangen war und nicht hungrig geworden ist. Sind wir auch in einem Video gefangen? Wo ist der Schlüssel? Er hat sich irgendwo versteckt und den dabei verloren. Gibt nicht so viel Platz hier. Wo hast du dich versteckt? Wo ist der Schlüssel, mein Freund? Komm schon, Ahoi, ich brauch dich. Hier. Du bist nicht umsonst gestorben, mein Freund. Glaube ich. Die alte Frau. Glaubst du mir jetzt? Was ist los mit dem Camcorder? Oh, eine lange Geschichte über seinen Besitzer. Wenn du nicht so wie Ahoi enden willst, solltest du zuerst einen Weg nach draußen finden. Du solltest nach einer geheimen Tür suchen. Wo ist Kati? Okay, das hier könnte im Zusammenhang stehen mit der geheimen Tür. Gucken wir mal, was wir haben. Ja. Ich kombiniere dieses komische Ding mit den Pommes drin. Ist hier abgebildet. Das Ding hier vor mir ist hier abgebildet. Und auf der Abbildung haben alle Pommes die gleiche Höhe. Das ist also unser nächstes Rätsel, die alle in die gleiche Dings bringen. Scoop, scoop. Oh. Scoop. Oh shit. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Ich finde, das sieht schon richtig gut aus. Ich dachte, wir sitzen hier erstmal eine halbe Stunde rum, was? Aber? Okay, cremige Farbe, sieht aus wie ein Komma. Nice. Das ist bestimmt... Wir brauchen noch ein zweites Teil, ne? Yin und Yang. Ja. Schlüssel. Nice. Nicht hinter die Bühne. An old opera flyer. I found your hairpin. Please come to my office after rehearsal. Is written on the back. Okay, hier hinten steht drauf. Yo, ich habe deine Haarnadel gefunden. Nach den Proben komm bitte in mein Büro. What the heck? Reicht das schon für die Secret Door? Das wäre ein bisschen schnell, oder? Hier war Ahoy. Hier sind wir reingekommen. Rechts ist die geheime Tür. Und was ist hier? Boah. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte vorher die geheime Tür aufmachen. Öffne dich. Oh, es fehlt noch ein drittes Symbol. Oh. Ja, dafür müssen wir wahrscheinlich dann hoch und den Korridor entlang. Ja. Okay. Ich hatte Angst, dass ich irgendwas skippe. The spotlight is rusted and stuck. Dadurch, dass das so rostig ist, kann man das nicht weiter bewegen. Okay. Blaues grimmiges Gesicht, weißes grimmiges Gesicht, rotes grimmiges Gesicht, gelbes grimmiges Gesicht. Ja. Blau, weiß, rot, gelb, blau, weiß, rot, gelb. Blau, weiß, rot, gelb, blau, weiß, rot, gelb. Blau, weiß, rot, gelb, blau, weiß, rot, gelb. Ich habe keine Ahnung. Blau, weiß, rot, gelb. Vielleicht unten? An den Gemälden habe ich nichts gesehen. Blau, weiß, rot, gelb. 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 Also... Blau, weiß, rot, gelb. Blau, weiß, rot, gelb. Smileys. Grimmig. Blau, weiß, rot, gelb. Blau, weiß, rot, gelb. Blau, weiß, rot, gelb.
Vielleicht müssen wir zählen, wie viele Regenschirme... Guck mal hier. Wie oft gibt es die Farbe Blau? Da ist überall 4. Nein. Blau, Weiß, Rot, Gelb. Warum kommt es immer als Zweites? Stop. Mein Name ist Shinichi Kudo. Und die Männer in Schwarz haben mich geschrumpft. Ich bin ein 17-jähriger Meisterdetektiv, aber gerade bin ich gefangen im Körper eines, keine Ahnung, 10-jährigen Jungen oder so. Aber trotzdem habe ich den messerscharfen Verstand des 17-jährigen Meisterdetektivs behalten. Nichtsdestotrotz musste ich mein alter Ego zulegen, eine andere Identität, damit die Männer in Schwarz nicht mitbekommen, dass ich noch am Leben bin. Darum bin ich nicht länger als Shinichi Kudo, sondern als Conan Edogawa bekannt. Gerade haben mich die Männer in Schwarz eingesperrt. Oder jemand anderes. Und jetzt ist hier ein Rätsel. Mit Smileys. Und Zahlen. Mal sehen, ob ich mich aus dieser misslichen Lage befreien kann und es noch rechtzeitig zu... Rans Auftritt in der Schule schaffe. Sie hat sich gewünscht, dass ich dabei bin. Sie weiß nichts davon, dass ich Shinichi bin. Und das werde ich auch weiterhin vor ihr geheim halten. Ansonsten würde sie vielleicht ins Visier der Männer in Schwarz geraten. Und das kann ich nicht verantworten. Tut mir leid, Ran. Bitte warte noch ein bisschen. Okay, Chat. Böse, grimmige Gesichter und fucking Farben. Das hier ist das Einzige, was farbenfroh aussieht. Fucking Regenschirm. Hier ist kein Weiß dabei. Aber wir haben Rot und Blau und so und Gelb. Also würde ich vorschlagen, wir machen einfach 4. Alles 4. 4, 4, 4, 4, 4 und Weiß 0. Anzahl der Bilder pro Farbe? Welche Bilder? So eins? In welcher Farbe würdet ihr das einschätzen? Würdet ihr sagen, das ist blau? Ist das grün? Ist das rot? Da ist alles mit dabei. Das... Oh, das ist weiß quasi. Und das hier ist... Weiß? Und das hier ist... Grün oder so? Blau, weiß? Und das hier ist rot relativ präsent. Nein, das kann nicht die Antwort sein. Das kann nicht die Antwort sein. Die Bilder sind nicht... Das ist nicht eindeutig genug, was für eine Farbe da gefordert ist. Wobei, das sieht so ein bisschen gelb aus. Ich schlaf schön, Leo. Dankeschön fürs auf Chat aufpassen. Blau, weiß, rot, gelb. Okay. Ich. Sagen wir, das ist rot, okay? Wir haben ein Rot. Sagen wir, das hier ist auch rot, weil viel rot da ist. Wir haben 2 rot. Sagen wir, das hier ist weiß. Dann haben wir 1 weiß. Sagen wir, das ist gelb. Haben wir 1 gelb. Guck hoch. An der Tür.
Okay, willst du mich verarschen? Blind hauen? Okay, danke. Sechs, zwei, fünf, drei, doch? Hä? What the fuck? Das ist so gemein! Das ist so gemein, doch er hat mich die ganze Zeit mit Scheiß gegeben, oder so? Möge das Licht von Yin Yang dich reinigen, du dreckiges Scheißvieh! Bereite dich darauf vor, dass du... Warte, macht dir das Licht gar nichts aus, dann renne ich weiter. Du mundiger Wikixer Joker! Das letzte Stück für die Geheimtür und ein Schraubendreher, damit ich endlich meiner Freundin hinterherkrabbeln kann. Gott sei Dank, warte auf mich ran. Ich werde schon bald bei dir sein. Was ist das für weirde Musik? Detective Conan, die ist nicht weird, du bist weird. Fucking Geheimtür Conan Musik. Öffne dich, Geheimtür. Was ist das? Handschellen? Kinky. Oh, eine Brille. Gold wire rim glasses with amber decoration. What the fuck? Oh nein. Sehe ich jetzt Sachen, die vorher nicht da waren? Fußstapfen, die weisen mir den Weg. Natürlich, großartig. Sie führen zur Bühne. Ein Geheimgang. Oh, ich hab ein Achievement bekommen, weil ich die Vorführung unterbrochen habe. Hätte ich sie nicht unterbrochen, wenn ich vorne stehen geblieben wäre? Hier sind die zwei Puppen von dem Kerl, der die Opernsängerin zerschnippelt hat. Free Ticket, G2. Die Stühle draußen waren durchnummeriert. Irgendetwas fehlt. G2. Jupp, das war Fail-Move? Wieso Fail-Move? Woher soll ich wissen, dass ich da stehen bleiben muss? Außerdem habe ich dafür ein Achievement bekommen. Das war ein Win-Move. Fuck you. Jetzt habe ich vergessen, auf was für einen Sitz ich sollte. G2 oder so? D3? G21? Shut up, bro! Ich gehe nicht nochmal zurück. Doch, ich gehe nochmal zurück. Ihr Ficker. G2.
Schwabbel, ich habe das Let's Play auf YouTube schon gesehen. Und, man kann da eigentlich noch länger zugucken, der Geisterfrau. Das hast du jetzt voll gefailt. Oh Mann. Ich weiß das, weil ich das schon geguckt habe 10-mal. Ja, das hast du toll gemacht. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich geguckt habe. Don't even talk to me, Chad. Fucking geht 2-mal, sag ich doch. Aber hier war nichts. Kann ich mich hier setzen? Ist da drunter was? G2, da bin ich. G2. 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 Vielleicht soll man sich hier hinstellen? Und hat von hier aus einen richtig guten Blickwinkel auf etwas, das sonst verborgen liegt. Da stand nicht G21, da stand G2. Seid ihr sicher? Fuck, okay, ihr habt recht. Danke. Okay, hätte ich auch so herausgefunden. Mann. Dankeschön. Wo steht hier 21? Oh, ich dachte irgendwie, das ist eine Klammer zu. Oder Geschmiere. Was ist das für eine 1? Sieht aus wie... Ist egal. Kawaii, kawaii. Mein Sauer. Kati! Oh, warte mal. Kommt das Monster wieder? Dann will ich vielleicht diese komischen Dinger benutzen, um am Leben zu bleiben. Ich habe eine smarte Idee. Weil die Spinne doch gleich kommt. Wahrscheinlich, aber vielleicht, aber wahrscheinlich schon. Was ist, wenn ich die Dinger... Ich will die aufeinander richten, damit ich, egal in welcher Kamera ich bin, überall sicher bin, egal in welchem Scheinwerfer wir sind. Die decken sich gegenseitig, versteht ihr? Guck mal. Egal wo ich jetzt bin, egal in welcher Kamera ich stehe, das Monster wird immer ins Licht treten müssen und daran sterben. Abgeschlossen. Vielleicht sollte ich nochmal auf der Bühne nachsehen. Okay. Sie kommt, sei vorsichtig. Soll ich sie abschießen? Haben wir sie verbrannt oder? Fuck, I don't know. Sie kommt! Sie ist so schnell! Hey, neue Idee. Wie wär's, wenn ich einfach alle Scheinwerfer auf die Bühne richte? Dann bin ich doch gigasicher. Hört auf, Gigi zu schreiben. Xiangxi, danke schön für die 14 Monate. Vielen Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Oh, so. So, ruhig nochmal ankommen, das Vieh. Jetzt kann ich eigentlich stehen bleiben. Aber nicht von oben kommen. Du wirst verbrennen. Du wirst verbrennen. Verpiss dich. Er ist runtergekommen. Ist das gut? Hier ist Licht. Hier ist immer Licht. Du kannst mir nicht. Du bist im Licht. Sie war im Licht. Ja. Was soll ich denn tun? Ich bin im Licht. Scheiß Vieh. Frige Kackbratze. Thank you.
Netter Versuch, Spinnfrau. Keine Sorge, ich habe deine Haarnadel dabei. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ramme ich sie dir gleich in deinen Arsch. Das Geweih ist gleich fertig. Dann bist du dran, glaube ich. Vielleicht, weiß nicht so genau. Wo bist du? Die hat gar keine Chance. Ich mach die richtig fertig. Das Artefakt ist so gut wie vollendet. Ich spüre die dunkle Macht. Oh, gleich ist es soweit. Gleich ist es soweit. Ja. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. War das deine Zunge? Ekelhaft. Ew, wie so ein Alien. Sie hat die Puppen in Sicherheit gebracht, damit die nicht verbrennen. Ein kleines bisschen Menschlichkeit hat sie sich wohl selbst in dieser Form noch erhalten. Tritt auf den Statuen herum, reißt die hölzernen Puppen auseinander, wirft sie ins Feuer. Darf ich mich bewegen, Chat? Oder wird dann etwas unterbrochen? Oh nein, ich bin nicht nachtragend. Sind wir zurück im Büro? In der Tat. Hier habe ich mir Kaffee geholt mit meinem Portemonnaie. Was ist denn hier los? Das Auge, das kommt mir bekannt vor. The cursed camcorder. There's a mystery camcorder with nice conditions on a second-hand trading web. The buyer disappeared soon after the deal was made. Here's the rumor about this camcorder. This camcorder is cursed because it recorded its owner being tortured and murdered. Any place being shot by this camcorder would be duplicated and linked together in another dimension. Anyone being shot by this camcorder will completely be lost in that dimension. Okay, der Camcorder ist verflucht. Warum? Weil der Besitzer, der ursprüngliche Besitzer, der originale Besitzer, der erste Besitzer des Camcorders, der wurde aufgezeichnet von diesem Camcorder, wie er gequält und getötet wurde. Und dadurch ist der Camcorder verflucht worden. Und der verfluchte Camcorder, was der jetzt macht, fragt ihr, was für einen Effekt der hat? Gut. Egal, was der Camcorder einfängt, er dupliziert das, was er einfängt. Wenn er zum Beispiel eine Schule filmt, dann dupliziert er die Schule in einer anderen Dimension. Und wenn dann ein Mensch gefilmt wird, wird dieser Mensch in der duplizierten Schule, in der duplizierten Dimension eingesperrt. Ja. Aber ich glaube, wir sind raus aus der duplizierten Welt. Weil wir die Spinnfrau gekillt haben. Die Frage ist, wo ist Kati? Kathy, Kati, 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 ich kann es nicht öffnen. Wow, du hast gerade die Tür zugemacht. Das bist doch du, Kati, oder? Hör zu, der Camcorder war verflucht. Das wusstest du nicht. Ich wusste das auch nicht, aber jetzt weiß ich's. Wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben, können wir dich bestimmt befreien. Oh. Eine weitere Badge. Abgeschlossen. Hier ist unser Büro. Augen, die ein Auge ergeben.
Sieht ein bisschen aus wie das Symbol der... von Zelda. Dieser Ninja-Clan, zu dem Sheik gehört. Sheikah. Kati, bist du irgendwo hier? Ich mach mir Sorgen um dich. Vielleicht sind wir auch noch in der duplizierten Welt, keine Ahnung. Vielleicht sind wir noch im Camcorder. Wir sollten ihn zerstören. Aber dafür müssen wir ihn zuerst finden. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der Konferenzraum ist offen. Aber hier gibt es nichts zu holen. Seht ihr? Nichts. In unserem Büro sind ein paar Bilder von der Wand gefallen, aber an die bin ich nicht angekommen, weil irgendein Shit auf dem Boden lag. Vielleicht können wir die Sachen aus dem Weg räumen. Als ich reinkam, ist hier was runtergefallen. Nicht rüber. Keine Ahnung. Aber mein Computer darf ich nicht. Hier ist nichts. Ich glaube, wir... Soll ich wieder zurückgehen? Verstehe. So läuft das also. Auf- und ablaufen bist du mir dann ganz zufällig. Nach Lust und Laune endlich eine Tür öffnest. Bist du hier drin? Kati. Ich sehe keine Füße. Stehst du auf der Toilette, um mich zu erschrecken? Menschliche Silhouette. Kati, bist du's? Hä? Es ist nicht lustig. Bitte zeig dich endlich. Ich mach mir Sorgen. Wir daten uns doch inzwischen. Ich bin der glücklichste Mann der Welt. Ich hab mir Sorgen gemacht. Du hast dich seit einer Weile nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich herausgefunden, dass unsere Firma diesen verfluchten Camcorder gekauft hat. Es hat geklingelt. Okay. Ich komme schon. Bin auf dem Weg. Ich komme. Ich komme, ich bin da schon auf dem Weg. Blutige Handabdrücke, wie unangenehm. Und jetzt ist irgendwo ein Föhn angegangen. Oder ein Fleischwolf.
oder ein Video auf meinem PC. Kleingeld mit dabei. Besser ist es, wenn du mich da drin mit 20 Litern Kaffee eingesperrt hättest, hätte ich dir den ganzen Raum zugepisst. Oh nein, jetzt ist unser Gesicht auch so verzerrt. Wie auf den Visitenkarten von den ganzen anderen Mitarbeitern, die gestorben sind. Glaube ich. Und Katis Gesicht auch. Sind wir beide gefickt? Oh nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Wir sind immer noch in der Camcorder-Welt, glaube ich. Chat, wie lange geht das Game noch? Vielleicht sollten wir es morgen zu Ende spielen oder am Wochenende. Ich wusste nicht, dass es so lang geht. Paranormal HQ. Ich habe erst 10% geschafft? Shut up, dude. Es geht noch eine ganze Weile. Wir sind jetzt bei 70% ungefähr. Hey, Chat. Ich würde sagen, wir machen das am Wochenende fertig oder wie oder was, ha? Huh? Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spielspaß und Spielzeit mit sich bringt. Wo sind wir hier? Und was hat es mit diesem Geisterdetektor von Ghostface auf sich? Werden wir Geister finden? Was ist mit Kati geschehen? Und was mit dem Kerl, den wir die ganze Zeit gespielt haben? Sind die verloren? Waren das nur ein paar kleine Schachfiguren in einem Plan, der viel größer war als alles, was wir uns bisher vorgestellt hatten? Wird es dieser Dame hier auch so ergehen wie den anderen? Mehr dazu am Wochenende. Back. You will lost your progress without saving. Ja, wir haben ja bestimmt gerade gespeichert.
Es war ein schöner Tag. Wir hoffen, ihr stimmt zu. Denn wenn man Freunde hat, vergeht die Zeit im Nu. Es war ein schöner Tag. Wir hoffen, ihr stimmt zu. Denn wenn man Freunde hat, vergeht die Zeit im Nu. Macht's gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Denn es wird Zeit zu gehen. Oh, warte, eine Sache habe ich vergessen, Chat. Ich habe eine Sache vergessen. Wartet. Oh mein Gott, der hat sie auch unterbrochen. Oh mein Gott. Wartet. Bleib stehen! Bro! Oh mein Gott, der versaut alles! Oh mein Gott! Wissen die das alle nicht zu schätzen? Wartet, drittes Video. Bro, bleib stehen! Oh mein Gott. Ja, hey, ganz ehrlich, wenn ihr den ganzen Auftritt sehen wollt, vielleicht solltet ihr das dann einfach mal euch kaufen und selber spielen. So, ne? Vielleicht wusste sie das zu schätzen. I don't know. No. Okay. Ist egal. Ist egal. Sie hätte halt noch ein bisschen weiter getanzt wahrscheinlich und ein bisschen weiter gesungen. Wäre schön gewesen, aber ganz ehrlich,